بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في التاريخ في علاقة الموادة والمواطنة die Gelegenheit hier zu sprechen ist wirklich eine sehr große Ehre. Erstens ist es eine große Ehre, zu diesem wunderschönen Anlass sprechen zu dürfen. Zweitens ist es eine Ehre, an diesem Ort sprechen zu dürfen, an der Universität Osnabrück, die eine der hoffnungsvollsten Projekte beheimatet, die es derzeit in der islamischen Landschaft gibt, meines Wissens nach. Und es ist eine große Freude. Und natürlich unter den Menschen zu sprechen, die hier sind. Ich weiß, und das ist keine Schmeichelei oder so, dass es hier viele gibt, die diesen Platz hier mehr verdienen als ich, oder besser oder eher verdienen würden als ich. Aber es ist die Gastfreundlichkeit, die Leute bewogen hat, jemanden, der angereist ist, hier sprechen zu lassen. Es sind einige Dinge, die bemerkenswert sind. Einerseits, dass hier Menschen verschiedenster Herkunft und auch verschiedensten religiösen Hintergrund sich hier versammelt sind, um in gutem Willen den Reden zuzuhören und einander kennenzulernen. Und das ist etwas, wofür wir dankbar sein müssen, was wir schätzen. Zweitens, dass wir hier in Sicherheit und Frieden uns versammeln dürfen und sprechen dürfen. Das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und Sicherheit ist etwas, was wir nicht hoch genug schätzen können. Und weiters bemerkenswert ist, dass diese Feier eine Feier ist, die von unterschiedlichen Verbänden, also ich verwende das Wort jetzt noch einmal, so als Religionsgemeinschaft oder Glaubensgemeinschaft besser gewesen wäre, aber von verschiedenen Verbänden gemeinsam mit der Universität organisiert wurde. Verbände sind eigentlich etwas, also das Wort Verbände, Verband kommt vom Verbinden. Verbände verbinden Menschen. Und das ist ein sehr schöner Punkt am Wort Verband, mag ich das Wort. Und es ist weitest bemerkenswert, dass diese Verbände miteinander verbunden sind. Und das ist keine Selbstverständlichkeit unter Muslimen derzeit. Und wir hoffen, dass das weitergeht und dass die Verbindungen besser werden und fruchtbar werden. Und dass diese Verbände gemeinsam etwas organisieren mit einer Universität. Denn wenn wir schauen, was Verbände machen, Verbände leisten so, wenn man so im parteipolitischen Jargon spricht, leisten sie Basisarbeit. Während Universitäten eigentlich dafür da sind, um sozusagen Eliten auszubilden. Und die Verbindung zwischen beiden ist eine sehr fruchtbare Verbindung, eine sehr wichtige Verbindung. Etwas überspitzt formuliert könnte man sagen, es ist sozusagen jetzt Herz und Hirn der islamischen Community von Niedersachsen hier versammelt. Und die Verbindung von Herz und Hirn ist eine Verbindung, die lebensnotwendig ist. Und wenn sich zum Beispiel Universitäten von dieser Basis unter Anführungszeichen lösen, verlieren sie den Erfolg. Und wenn sich Verbände von sozusagen der geistigen Welt organisiert lösen, ist es auch problematisch. Insofern sind wir froh über diese Verbindung. Und ich habe es ein bisschen sehr überspitzt formuliert, beide also Herz und Hirn zu nennen, denn wir wissen, dass die Verbände mit sehr viel Hirn arbeiten. Und wir spüren alle, mit wie viel Herz dieses Institut hier von Professor Utscher geleitet wird. Und das ist etwas, was bemerkenswert ist und was schön ist. Ich muss auf die Uhr schauen. Professor Utscher hat mal gesagt, meine Redezeit ist begrenzt. Die Schwierigkeit einer heterogenen Zuhörerschaft ist die, dass man sozusagen eigentlich sehr viel reden müsste, wenn man ein Thema von unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten muss. Ich werde es versuchen, insofern bin ich froh, dass mir meine Vorredner sehr viel vorweggenommen haben, was ich eigentlich sagen wollte. Wie gesagt, ich werde versuchen, möglichst das Thema der Vorbildfunktion des Propheten, also die Bedeutung dieses Festes, aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Es geht eigentlich bei dieser Versammlung, es geht nicht wesentlich darum, etwas Neues zu lernen, sondern es geht eigentlich darum, uns zu erinnern.
Versammlungen wie diese sind für uns einfach eine Gelegenheit, wieder zurückzufinden zu dem, was für uns wichtig ist. Wenn wir wissen es alle, wir sind alle irgendwie begraben im Alltag, begraben in der Routine. Viele Dinge, die uns eigentlich wichtig sind, die wir gerne haben, verblassen mit der Zeit, weil jeder beschäftigt ist und jeder seine Dinge zu tun hat, die er zu tun hat. Und wir brauchen einfach immer wieder Erinnerung und Ermahnung. Es ist im Wesentlichen ist diese Feier eine Erinnerung für uns, was Islam bedeutet. Das ist so der wesentliche Punkt und das ist eine große Aufgabe, eine große Funktion, die derartige Zusammenkünfte haben. Wir können den Islam einerseits theoretisch studieren, theologisch. Wir können über Maqasid reden und über die Quellen des Islam und so weiter, also was wichtig ist. Aber wir können auch, wir müssen auch den Islam in seiner praktischen, gelebten Form thematisieren. Und das ist eigentlich der Punkt, warum wir über den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam sprechen. Denn er war, wie heute schon gesagt worden ist, die perfekte Verkörperung dieser Religion. Und sich daran zu erinnern, ist für uns von lebenswichtiger Bedeutung. Wir müssen den Islam selbst verstehen und wir müssen den Islam verständlich machen. Und dafür ist sozusagen die Erwähnung des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam von großer Bedeutung. Ihn zu erwähnen und über ihn zu sprechen, ist eigentlich für uns Nahrung für die Seele. So wie der Körper Nahrung braucht, braucht die Seele Nahrung, braucht das Herz Nahrung. Und so wie es in der körperlichen Nahrung sozusagen, es gibt Junkfood und es gibt schädliche Nahrung, es gibt nützliche Nahrung. Ja? Und wer mal versucht hat, sich gesund zu ernähren, weiß, dass es einen Unterschied macht. Und auch die geistige Nahrung ist so. Und einer der besten und nahrhaftesten Dinge, die man in Bezug auf sein Herz und auf sein spirituelles Dasein zu sich nehmen kann, ist das, über den Propheten Mohammed zu hören. Und jeder, man sagt dann auf Arabisch, Menzelka Arif, wer kostet, der weiß. Wie Herr Arbasch schon erwähnt hat, es geht um das Jetzt. Es geht um unsere Gegenwart. Wir sind nicht hier, um über Geschichten zu sprechen oder über die Geschichte zu sprechen. Wir sind nicht hier, um über eine historische Persönlichkeit zu sprechen. Wir sind nicht hier, um eine ruhmvolle Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist die Gegenwart. Wer mal arabische Grammatik studiert hat, weiß, dass es in der arabischen Grammatik ein Kapitel gibt, das heißt keiner wa akhwatuha. Das Wort keiner heißt so viel wie, also es ist eine Vergangenheitsform von sein, also er, sie, es, war. Ja? Und dieses Wort keiner und seine Schwestern, warum? Weil das Wort bestimmte Funktionen im Satz hat, die ungewöhnlich sind, und es gibt Schwestern, es gibt andere Wörter, die gleiche Funktion hat. Imam Zaid Shafi'i hat einmal gesagt, heute gibt es keiner wa ikhwanuha, keiner und seine Brüder. Also es war und seine Brüder. Wer sind die Brüder? Das sind die Muslime, die bei jedem Vortrag und bei jeder Khutba und bei jeder Gelegenheit darüber sprechen, wie glorreich die Muslime früher waren. Und die Muslime waren, und sie haben eine Hochkultur, und sie waren die besten Menschen, und sie waren, und sie waren, und sie waren. Das Problem ist, Das ist eine Umma, das ist eine Gemeinschaft, die vergangen ist. Sie bekommt das, was sie erworben hat, und ihr bekommt das, was ihr erworben hat. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, wie wir jetzt leben, in welchem Zustand wir jetzt sind, welche Vorbildfunktion unser Prophet jetzt hat. Wie wir jetzt unseren Kindern sagen können, wie sie vermitteln können, wie man Glück findet, wie man Zufriedenheit findet, wie man Frieden findet. Ja? All das ist sind Dinge, die durch das Erwähnen und das sich Erinnern an das Leben und an die Eigenschaften des Propheten Mohammed ans Leben kommen.
Ich habe gesagt, diese Veranstaltungen erinnern uns an den Islam. Jetzt könnte man den Islam aus vielen verschiedenen Perspektiven erklären. Eine sehr schöne Erklärung ist die von Sheikh Al-Bodhi, der gesagt hat, Islam bedeutet, unser natürliches und gottgegebenes Unterworfensein unter Gott freiwillig und bewusst auszudrücken. Und es ist ein sehr genauer und sehr schöner Ausdruck. Dahinter steht die Idee, dass wir alle, oder das Wissen, dass wir alle, ob wir es wollen oder nicht, Gott unterworfen sind. Jeder Mensch hat Schicksalsschläge erlebt. Und kein Mensch hat einen Schicksalsschlag freiwillig erlebt. Ob wir es wollen oder nicht, es kommt. Ob wir es wollen oder nicht, wir werden diese Welt verlassen. Und das ist nicht unser Wille, sondern der Wille Gottes. Das heißt, und in vielen anderen Dingen, wir wissen es alle, wir sind unterworfen unter dem Willen Gottes. Islam ist jetzt die Kunst oder die Bemühung, dieses Unterworfensein zum Ausdruck zu bringen. Durch unsere Lebensführung, durch unsere Gebete, durch unsere bewusste Gestaltung der Beziehung zu anderen und so weiter. Und diese freiwillige und bewusste Unterwerfung ist sozusagen das, wofür wir erschaffen worden sind. Weil man Rabbul Jinnah, weil Insa Illa, Liyabutun. Und ich habe die Jinn, also die unsichtbaren Wesen und die Menschen nur erschaffen, damit sie mich anbeten. Das ist sozusagen das Ziel unserer Existenz. Unser Problem ist jetzt, dass wir als Muslime, wir glauben daran, werfen sozusagen diesen Grundsatz, aber es ist schwer, es wirklich in die Praxis umzusetzen. Der Mensch ist, wie es im Koran steht, schwach erschaffen. Und das wissen wir alle. Wir wissen alle, wenn wir ehrlich zu uns sind, wie schwach wir sind. Der Mensch ist in Eile erschaffen, eilig, hastig. Was auch ein Problem ist, was diesem Ziel sozusagen, was dieses Ziel oder die Erreichung des Ziels schwieriger macht. Der Mensch ist erschaffen mit einer gewissen Liebe, einer gewissen Neigung zu Geld, zu Besitz, zu Ruhm, zu all dem, was glänzt. Und was scheinbar irgendwie, also diese schönen, vollkommenen Seiten der Dunja. Auch das macht es schwer, sich auf diese ursprüngliche Aufgabe zu konzentrieren. Die Zeit, die wir haben, ist sehr kurz. Ein weiteres Problem. Also wenn die drei von der Fachschaft sind alle 20 Jahre, bei 20 Jahren sagt man meistens ja, die Zeit ist kurz. Mit 30, 40 merkt man, die Zeit ist wirklich kurz. Und wir haben einen Feind. Dieser Feind, das heißt Iblis oder Shaitan, der versucht uns von diesem Ziel wegzubringen. Und dieser Feind hat gewisse Erfahrungen, also sehr lange Erfahrung mit Menschen und macht das relativ gut. Insofern ist das Erreichen des Ziels nicht leicht und soll auch nicht leicht sein. Und aus Gottes Barmherzigkeit hat er uns Propheten geschickt. Ja, der Mensch hat immer wieder Propheten geschickt. Propheten sind im Prinzip Wesen, Seelen, die eine besondere, nicht erworbene, also von Gott erwählte Stufe bei ihm bekommen haben und die diese Dienerschaft zu einer besonderen Weise leben. Und sie sind in menschlicher Form, in menschlicher Gestalt, mit denselben Voraussetzungen, die wir als Menschen haben, damit sie für uns Vorbilder sein können. Das ist Prophetenschaft. Der erste Prophet, wie wir wissen, war Adam, Rezachim. Und nach ihm sind viele Propheten gekommen. Man könnte sich fragen, warum? Warum sind viele gekommen? Hätte nicht einer gereicht? Das Problem ist, wieder die Vergesslichkeit. Der Mensch vergisst nicht nur Informationen und vergisst nicht nur Telefonnummern und Namen,
sondern er vergisst Realitäten. Und das ist unser Problem. Und jeder kennt das. Jeder kennt das Gefühl, wenn zum Beispiel jemand gestorben ist, den er gern gehabt hat. Dann ist das ein Moment, wo man sich denkt, hätte ich doch, und warum habe ich so, und warum habe ich nicht, und jetzt wirklich, jetzt werde ich in Zukunft, werde ich mich so auf das Wesentliche konzentrieren und so weiter. Oder wenn man krank ist zum Beispiel, wenn man wirklich mal erlebt, dass man schwere Krankheit hat, dann spürt man plötzlich, ich bin wirklich schwach, und welches Geschenk ist es, gesund zu sein und so weiter. Das sind Dinge, das sind Realitäten, die man erlebt, wenn etwas Ungewöhnliches passiert. Aber wie schnell vergisst man es wieder? Jeder von uns war in der Situation, wo man sich gedacht hat, ich werde es nie wieder vergessen. Und 3 Monate später ist man wieder im gleichen Trott drinnen, in dem man vorher drinnen war. Und das ist die Vergesslichkeit des Menschen. Und so wie diese Vergesslichkeit uns selbst betrifft, betrifft sie auch Völker. Betrifft sie die Menschen insgesamt. Und darum waren diese Propheten immer wieder sozusagen die Erinnerung, die die Menschen wieder zurückgebracht haben zu dem Eigentlichen. Und dann wurde der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam entsandt als letzter abschließender Prophet, der noch einmal die, alle guten Eigenschaften, die in den verschiedenen Propheten verkörpert waren, zusammenfasst und noch einmal in ihm hat alles gefallen und alle noch einmal diese guten Eigenschaften erhöht und vervielfacht. Und nach ihm wird kein Prophet mehr kommen. Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen in Gleichgültigkeit oder Unwissenheit gegenüber dieser Botschaft sind, müssen wir sicher sein, es wird niemand mehr kommen, der sagt, ich bin Prophet und denkt an euren Schöpfer. Sondern das Einzige, was wir noch haben, sind Gelegenheiten und Anlässe, um uns selbst zu erinnern. Und das ist ein Grund, warum wir hier sind, das ist ein Grund, warum wir uns gegenseitig erinnern. Und also ihn zu kennen, heißt den Islam zu kennen. Ihm zu folgen, heißt, wie heute schon gesagt worden ist, die Liebe von Allah zu bekommen. Und das ist was Großes, wenn man sich vorstellt, der Schöpfer von Himmel und Erde liebt dich. Was könnte uns passieren, wenn wir wüssten, der Schöpfer liebt uns? Unglaublich. Das wäre die absolute Sicherheit. Das wäre eine Sicherheit, nach der es keine Art von Angst mehr gäbe. Und diese Liebe ist verbunden mit dem, diesem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nachzufolgen. Zu folgen. Die Liebe zum Propheten selbst, sallallahu alaihi wa sallam, ist ein Grund dafür, dass es Menschen vielleicht im Jenseits besser geht, als sie es verdient hätten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat seine Gefährten gesagt, der Mensch ist mit dem, den er liebt. Und er ist mit dem, den er liebt, im Diesseits und im Jenseits. Denn wenn mich jemanden liebt, ist man auch geistig mit ihm. Wenn ich jemanden liebe, ist mein Herz mit ihm. Das heißt, die Art und Weise, ob unser Inneres wirklich mit dem Propheten ist, ist ein Hinweis auf unsere Liebe zu ihm. Aber die Liebe ist auch, es gibt Gründe für diese Liebe. Und einer der Gründe, oder der wichtigste Grund für diese Liebe, der wichtigste Weg zu dieser Liebe, ist der, über ihn zu lernen. Von ihm zu hören, über ihn zu lesen. Warum? Weil die Gefährten von ihm haben ihn beschrieben und haben gesagt, wer ihn zum ersten Mal gesehen hat, hat Ehrfurcht gespürt. Und wer sich mit ihm, wer ihm näher gekommen ist, hat ihn geliebt. Und das ist was sehr Interessantes, wenn man die Berichte und die Beschreibungen des Propheten liest, dann sieht man, je näher die Menschen zu ihm waren, umso stärker war ihre Liebe zu ihm. Und das ist etwas, was ungewöhnlich war und was interessant ist in Bezug auf den Titel, die Vorbildfunktion. Der Mensch braucht Vorbilder. Babys beginnen im sehr frühen Alter
ihre Eltern und ihre Mutter nachzuahmen. Das geht weiter. In der Schule ahmt man Menschen nach, die man gern hat. Das sind manchmal gute, manchmal schlechte Einflüsse. Sehr oft ist es das faule Apfelprinzip. Also eine gute Gruppe, dann kommt einer rein, der schlecht ist, und sonst die ganze Kiste wird faul. Das passiert sehr oft. Wir sehen Schauspieler, Fußballer, Sänger und so weiter und so weiter. Warum zahlt die Werbeindustrie so viel Geld, damit irgendwelche Schauspieler oder Fußballer eine bestimmte Marke tragen, bestimmte Turnschuhe tragen? Warum ist das so? Weil der Mensch neigt dazu, den nachzuahmen, den er liebt oder den er gern hat. Oder auch bestimmte Eigenschaften, die man gern hat, mit Menschen zu verbinden und nachzuahmen. Ich habe gestern ein Videoplakat gesehen, das war irgendwie für eine Fischfirma, und da war irgendwie eine junge Frau, und die war also nackter Oberkörper, und vor ihrer Brustteil hält sie irgendeinen Fisch, irgendwas, Mac oder Burger oder sonst was, und drauf steht irgendwie: Fisch essen macht sexy. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant. Was hat das mit dem zu tun? Einerseits ist ja eine Sex-Sales, sexy zu sein, ist eine Werbemasche, aber auch, es ist eine Eigenschaft, die sich halt viele wünschen. Ja? Es ist eine Eigenschaft, die den Menschen lieb gemacht wurde. Und diese Eigenschaft wird verbunden mit diesem Foto, und die isst Fisch, also isst man auch Fisch sozusagen. Also die Nachahmung ist ein wichtiges Prinzip. Was auch interessant ist in Bezug auf Stars und Sänger und so weiter, dass es lebt ein großer Zweig der Medienindustrie, lebt von irgendwelchen Klatschgeschichten und Beziehungsdramen und Beziehungs-irgendwas von irgendwelchen Schauspielern und Sängern. Ja. Und die Einsamkeit der Stars ist ein ganz wichtiges Thema. Warum das Menschen sind, die zwar äußerlich Stars sind, die äußerlich immer nachahmen erscheinen, aber die Leute, also es ist sehr oft so, dass Leute, die in der Nähe kommen, verlieren dann diese Zuneigung. Beim Propheten Mohammed sagt es etwas, was umgekehrt: je näher die Leute gekommen sind, umso mehr haben sie geliebt. Was wir brauchen, ist diese Liebe bewusst zu pflegen, bewusst über ihn zu lernen und sozusagen diese Vorbildfunktion in vernünftiger Weise zu erkennen und unser Leben zu integrieren. Es gibt heute sehr viele Gruppierungen oder Strömungen, wo sehr viel Wert gelegt wird auf ganz bestimmte Äußerlichkeiten, die mit dem Propheten in Verbindung gebracht werden. Wenn man näher schaut, sieht man, und das ist ein großes Problem, dass dann sehr viel vom Charakter dieser Menschen nicht in eine Richtung geht und nicht in eine Richtung erzogen wird, die wirklich dem Vorbild des Propheten entspricht. Und dieser Gegensatz zwischen gewissen äußerlichen Erscheinungen, die dann Sunna genannt werden, und inneren Haltungen, die mit dem Propheten nichts zu tun haben, dieser Gegensatz ist problematisch und ist ein Problem für Muslime und für Nichtmuslime. Und auch in diesem Land zunehmend. Und das ist, all das ist irgendwie ein Hinweis darauf, wie wichtig diese Feiern sind. Für uns ist der Geburtstag des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist ein Anlass, aber kein Grund. Das Wort Maulid ist bei vielen Muslimen heute ein Reizwort geworden. Es gibt ideologische Grabenkämpfe zwischen Muslimen, ob man Maulid feiern soll und diesen Geburtstag des Propheten feiern soll oder nicht. Das ist ein großes Thema geworden. Und viele Leute, viele Gruppierungen, die sich verbreiten, auch in Deutschland, und die mit vielen Petrodollars sozusagen unterstützt werden,
würden diese Feier von Grund auf ablehnen, weil sie sagen, wir feiern keine Geburtstage, sondern Erneuerung. Wir sagen dazu, der Geburtstag an sich ist nicht das Thema für uns. Die Wiederholung des Datums, ob es jetzt das Hijri-Datum ist oder das christliche Datum, nicht das ist unser Thema. Unser Thema ist, dass es für uns notwendig ist, uns zu erinnern und diese geistige Nahrung sozusagen zu uns zu nehmen. Das ist verteilt. Habe ich ein Arbeitsblatt gegeben. Auf dem Arbeitsblatt stand, es waren sozusagen zwei Spalten, gute Charaktereigenschaften, schlechte Charaktereigenschaften. Okay? Und jeder Schüler sollte, ich weiß nicht, ich glaube, auf jeden Fall 10 schreiben oder so. Das waren Schüler im Alter von 10 bis 18. Es waren einige erstaunliche Dinge. Das eine war, dass die guten und die schlechten Charaktereigenschaften sehr einstimmig waren. Das heißt, es war keine große Unterschiede gegeben. Also die Leute haben einfach geschrieben bei schlechten, keine Ahnung, Arroganz, Neid, Hochmut, Unfreundlichkeit und so weiter und bei den guten Charaktereigenschaften eben gute Dinge. Aber es war unabhängig von Alter und von Herkunft, war es relativ einheitlich. Und ich behaupte auch, wenn diese Schüler nicht Muslime gewesen wären, hätten sie vermutlich das Gleiche geschrieben. Gut. Dann haben wir diese Charaktereigenschaften geordnet. Und zwar im Sinn von Gegensatzpaaren. Also zum Beispiel 0 geizig, 100 großzügig, 0 keine Ahnung, arrogant, 100 bescheiden und so weiter und so weiter. Und dann haben wir gefragt, wo sind wir? Wenn man sich selbst fragt, wo bin ich, wenn man so eine Skala machen würde und sich fragen würde, wo bin ich auf dieser Skala? Dann würde sich jeder Mensch, der realistisch ist und der sich kennt, würde sich irgendwo zwischen 0 und 100 einordnen. Und wahrscheinlich weder bei 0 noch bei 100. Sondern jeder würde über sich, wenn wirklich reflektiert, sagen, okay, ich bin irgendwo dazwischen. Manche Menschen sind etwas geduldiger, manche sind etwas großzügiger, aber im Prinzip, wir sind irgendwo dahinter. Bei irgendwo zwischen denen. Mullah Ramadan Al-Ghur hat mir gesagt, wenn ich die Beschreibung der Leute des Paradieses lese, im Koran, dann weiß ich, dass ich nicht von ihnen bin. Und wenn ich die Beschreibung der Leute der Hölle lese, dann weiß ich, dass ich nicht bei ihnen bin. Wir sind alle dazwischen, wir sind alle zwischen gut und schlecht. Gut, also wir haben diese Skala, wir haben jetzt gesagt, okay, jeder weiß über sich am besten, wo er in dieser Skala stehen würde. Und wir haben gesagt, ein Ziel des Lebens ist das, uns in Richtung Plus zu bewegen. Und da war jeder einverstanden damit, mit diesem Ziel. Und dann haben wir gesagt, okay, wie könnte das passieren? Wie könnten wir es schaffen, uns positiv zu entwickeln? Und es war eigentlich für alle klar, dass wir dafür ein Vorbild brauchen. In all diesen Klassen habe ich alle Charaktereigenschaften, die geschrieben worden sind, aufgeschrieben. Ich habe keine ausgelassen. Und dann habe ich einen Text vorgelesen, der den Charakter des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam beschreibt. Das ist ein sehr berühmter Text von Imam Barzanji. Es ist ein sehr langer Text und ein Teil davon ist sozusagen eine Kurzbeschreibung, in dem er alle authentischen Überlieferungen zusammenfasst, in der die Persönlichkeit des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam beschrieben wird. Ich lese den Text kurz vor. Er war schamvoll und bescheiden. Er hat selbst seine Sandalen geflickt, selbst seine Kleidung genäht und sein Schaf gemolken. Und er stand seinen Frauen hilfreich zur Seite. Er liebte die Armen und Notleidenden. Er saß mit ihnen und besuchte ihre Kranken. Er ging mit ihren Begräbnissen und wies kein Geschenk von ihnen zurück. Er akzeptierte Entschuldigungen und begegnete niemanden in einer Weise, die diesem missfiel. Und er ging mit Witwen, mit Schwachen und Sklaven. Und er hatte keine Furcht vor Königen. Sein Zorn war einzig für Allah und seine Zufriedenheit war für Allah.
Er ritt auf Kamelen, auf Pferden, auf Maultieren und auf einem Esel, welcher ihm von einem König geschenkt wurde. Und er band vor Hunger einen Stein auf seinen Bauch, obwohl ihm die Schlüssel für die Schätze der Erde gegeben wurden. Ihm wurde angeboten, dass Berge für ihn zu Gold verwandelt werden, und er hat es zurückgewiesen. Er hat sich von leeren Geräten abgewandt. Er hat, wenn er jemand getroffen hat, mit dem Gruß begonnen. Er hat sein Gebet lang gemacht und die Ansprachen zum Freitagsgebet kurz gehalten. Er hat die angesehenen Leute seine Barmherzigkeit spüren lassen und er behandelte die Menschen mit Großzügigkeit. Und er hat gescherzt und dabei nichts als die Wahrheit, die Allah liebt und ihn zufrieden macht, gesprochen. Und hier endet das, was Menschen der Zungen über ihn aussagen können. Ich habe gesagt, wenn wir seinen Charakter kennen wollen, dann sollen wir die Leute fragen, die mit ihm waren, die nahe bei ihm waren, die mit ihm zusammengelebt haben. Wie gesagt, die Realität eines Menschen ist immer dort, kommt immer dann zum Vorschein, wenn er nicht in der Öffentlichkeit ist. Jeder Muslim, der in eine Moschee geht, ist scheinbar von der Parteiniger, ja. Aber wenn er nach Hause kommt, dort ist die Prüfung. Dort ist die Realität. Dort kommt die Realität des Menschen zum Vorschein. Die Realität des Menschen kommt zum Vorschein, auch wenn er mit Schwächeren ist. Zu meinem Boss gut zu sein ist leicht. Aber zu dem, der Schwäche ist, gut zu sein, dort kommt Charakter dort kommt die Bedeutung des Charakters zum Vorschein. Eine kurze Beschreibung ist von Sayyidah Khadija, seiner ersten Frau, oder der Johanna. Als er seine erste Offenbarung bekommen hat, ist er zu ihr gelaufen und hat Schutz bei ihr gesucht. Und er hat Angst gehabt, er war beunruhigt. Und sie hat ihn beruhigt. Und sie war der erste Mensch, der an ihn geglaubt hat und an seine Prophetenschaft geglaubt hat. Warum? Sie hat gesagt, du bist jemand, der die Verwandtschaftsbande pflegt. Du bist jemand, der den Schwachen hilft. Du bist jemand, der den Mittellosen etwas gibt. Du bist jemand, der den Gast freundlich aufnimmt. Und du bist jemand, der den Notleidenden unterstützt. Das erzählt von seinem Charakter, den sie gekannt hat, hat sie gewusst, dass er gut ist. Und sie war sicher, dass ihm nichts Schlechtes passieren wird, weil er sozusagen durch diesen guten Charakter geschützt ist. Wir haben eine weitere Person, nämlich das zweite, also wie gesagt, Sayyidah Khadija war die erste Frau, und das ist der erste Mensch und auch die erste Frau, die sozusagen an den Propheten geglaubt hat. Die zweite Person war Sayyidina Ali, sein Cousin und Schwiegersohn. Und der war damals, also zur Zeit der Beginn der Offenbarung, war ein Kind und dann das erste Kind, das den Islam angenommen hat. Und er ist gefragt worden von seinem Sohn, wie war der Prophet, wenn er zu Hause war. Ich lese nur ganz kurz ein paar Teile davon vor. Wenn er zu Hause war, teilte er seine Zeit in drei Teile. Einen Teil für Allah, einen Teil für seine Familie und einen Teil für sich selbst. Dann teilte er seinen Teil zwischen sich und den Menschen. Und dann ist er gefragt worden, wie war er, als er draußen war, als er in der Öffentlichkeit war. Und er hat gesagt, alles Gesandter, Frieden und Segen auf ihm, pflegte seine Zunge zu hüten, und sprach nur über das, was ihm anging. Er ging in vertrauenserweckender Weise mit den Menschen um und vermied es, sie zu verschrecken. Er erwies jedem von seinem Volke respektierten Führer Respekt und ernannte diese zu ihren Anführern. Er interessierte sich für die Angelegenheit seiner Gefährten und fragte die Menschen, wie es um andere stand. Er lobte das Gute als gut und bestärkte sie darin. Und er verabscheute das Üble als Übel und zeigte dessen Schwäche auf. Das war eine sehr wesentliche Eigenschaft von ihm. Er hat den Menschen gelehrt, warum etwas schlecht ist. Wir alle kennen die Geschichte, wir müssen trotzdem darüber nachdenken. Als ein Beduine zu ihm kommt, ist in die Moschee gekommen und sagt, wo ist Mohammed? Und die Leute waren irgendwie verwundert, so, wie kann man so respektlos sprechen? Und er hat gesagt, okay, ich bin bereit, Muslim zu werden, aber
ich liebe Unzucht und ich werde von dieser Unzucht nicht ablassen. Er hat gewusst, dass der Islam das verbietet, aber er hat gesagt, er ist nicht bereit, er ist bereit, alles zu machen, aber diese Tat wird er nicht lassen. Und der Prophet hat ihn, es gibt Überlieferungen, gesagt, Utnäuser, komm näher. Und dann hat er begonnen, ihm das zu erklären und hat gesagt, wärst du zufrieden, dass man das mit deiner Mutter macht? Und wärst du zufrieden, dass man das mit deiner Schwester macht? Und wärst du zufrieden, dass man das mit deiner Tochter macht? Er hat überall Nein, Nein, Nein gesagt. Und dann ist er rausgegangen, als er reingekommen ist, war so die wichtigste oder beliebteste Tat bei ihm, war Unzucht. Und er ist rausgekommen von dem Moment an, hat er nichts mehr gehasst als Unzucht. Das war die Methode, den Menschen zu lehren. In diesen Überlieferungen dieses Komm näher. Manche sagen, es ist ein Grundprinzip. Zuerst bring die Menschen näher und dann erklär ihnen. Er verabscheut das Üble als Üble und zeigt dessen Schwäche auf. Er hielt am Mittelweg fest, ohne davon abzuweichen. Er hielt am Mittelweg fest, ohne dabei abzuweichen. Wir haben euch zu einer mittleren Gemeinschaft gemacht, zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht. Die Vorteifligsten waren in seinen Augen jene, die sich am meisten um das Allgemeinwohl bemühten. Und den höchsten Rang nahmen bei ihm jene ein, die am wohltätigsten waren. Er gewährte jedem, der mit ihm zusammen saß, die gebührende Aufmerksamkeit, sodass jeder den Eindruck hatte, er habe niemanden mehr Respekt erwiesen als ihm. Also er hat jedem Menschen das Gefühl gegeben, du bist der Wichtigste für mich. Er war mit seiner Freundlichkeit und seinen edlen Charakterzügen für alle Menschen da, sodass er für sie wie ein Vater wurde und alle besaßen in seinen Augen das gleiche Recht. In seinem Haushalt hat ein Diener gelebt. Sind dann alles geleidig. Und er hat gesagt, ich habe dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, 10 Jahre lang gedient. Und kein einziges Mal hat er zu mir gesagt, wenn ich etwas gemacht habe, warum hast du das gemacht? Und kein einziges Mal hat er zu mir, wenn ich etwas nicht gemacht habe, gesagt, warum hast du etwas nicht gemacht? Wir wissen, dass derzeit Sklaverei üblich war. Es war ein Sklave, Zayd ibn Haritha. Eine Zeit, nachdem er ein Jahr beim Propheten gelebt hat, sind seine Eltern gekommen, sie haben erfahren, dass er im Haus des Propheten ist und wollte ihn freikaufen, was damals üblich war und was der Islam abgeschafft hat, aber prinzipiell. Und der Prophet hat ihn vor die Wahl gestellt. Entweder du gehst mit deinen Eltern und sie brauchen dich nicht freikaufen, sondern sie bezahlen nichts und du gehst mit ihnen und bist frei, oder du bleibst hier und bist frei. Und er hat das Leben beim Propheten vorgezogen. Am Tag der Schlacht von Uhud war eine Frau, die vom Stamm der Bani Dinar, die an dem Tag erfahren hat, nachdem die Schlacht vorbei war, dass ihr Vater, ihr Bruder und ihr Mann bei der Schlacht gestorben sind. Und die erste Frage, die sie gehabt hat, war, und was ist dem Propheten passiert? Und sie hat gesagt, es geht ihm gut. Sie hätte sie nicht Zeit gehabt, ihre Trauer zu nehmen. Und sie hat gesagt, zeigt ihn mir. Sie wollte sicher sein. Und sie hat die Frau zum Propheten geführt. Und dann hat sie gesagt, dass sie ihn gesehen hat, hat sie gesagt, jede Katastrophe ist klein, das ist sinngemäß, jede Katastrophe ist klein, wenn es dir gut geht. Die Frage ist, diese Liebe, diese Formen von Liebe, sind für uns unvorstellbar. Aber sie deuten auf etwas. Sie deuten auf diesen Charakter, sie deuten auf diese Person, sie deuten auf die Liebenswürdigkeit dieser Person. Seine Tochter Fatima, als er im Sterbebett war,
hat er sie zu sich gerufen und hat ihr etwas ins Ohr geflüstert. Und die Leute waren neugierig und haben sie gesehen und haben gesehen, dass sie weint. Und sie ist kurz weg und dann hat sie wieder zu hat er gedeutet, zu mir kommen, hat ihr das andere Ohr etwas geflüstert. Und sie hat gelacht. Und nachher hat man sie gefragt, was war das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir damals gesagt hat. Und sie hat gesagt, er hat mir gesagt, dass er sterben wird. Und ich habe geweint. Und dann hat er mich wieder zu sich geholt und hat gesagt, dass ich die Erste seiner Familie sein werde, die ihm nachfolgt. Und ich habe gelacht. Wenn Sie sich vorstellen, welche Liebe ist das? Welche Art von Liebe ist das, die den Tod überlebt und die mit Leben und Tode verbindet? Was ist passiert, als die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, also an dem Tag, als er gestorben ist, gesagt haben, dass die Stadt sich verdunkelt hat? Sie muss jetzt hier niemals einen Tag gesehen, der so hell war, wie der Tag, als er nach Medina gekommen ist. Und sie hat die Stadt nie in der Dunkelheit gesehen, wie an dem Tag, als er die Welt verlassen hat. Und bis jetzt ist diese Stadt Al-Medina Al-Munawwara, die erleuchtete Stadt. Bis jetzt ist diese Stadt erleuchtet von ihm. Und jeder, der dort war, weiß, was es bedeutet, was dieser Name bedeutet. Jeder Mensch, der dort war, weiß, was man dort fühlt. Eine Stadt, die voll ist von überwältigender Liebe. Eine Liebe, die in jedes Haus, in jedes Geschäft, in jeder Straße ist. Das sind Hinweise darauf, auf die Verbindung, die wir auch jetzt noch haben können zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Bis jetzt gibt es Menschen, deren Tränen nicht vertrocknet sind aus Sehnsucht zu ihm. Bis jetzt. Bis jetzt gibt es Menschen, die Gedichte schreiben über ihn. Bis jetzt gibt es Menschen, die ihn loben, die ihn preisen. In allen Sprachen. Es gibt diese berühmte Qasida, das ist ein Lobgedicht für den Propheten, Qasida al-Burda. Es wird gesagt, dass der das geschrieben hat, Imam al-Busayri, ist aus Liebe zum Propheten gestorben. Dieses Gedicht wird, ich habe eine Übersetzung gesehen auf Chinesisch. Ich habe einen Sänger gehört, der das auf Japanisch gesungen hat. Ich habe gehört, dass in manchen nicht geschriebenen afrikanischen Sprachen wird dieses Gedicht zitiert, gesungen. All das sind Ausdruck von einer Liebe, Ausdruck von Herzen, die lebendig geworden sind durch die Liebe zu diesem Vorbild. Wir hatten einmal vor circa einem Jahr ein Seminar, da waren so ungefähr so 50 Leute, die meisten waren so im Alter zwischen 18 und 21 oder so. Und es war die Zeit, als diese sogenannten Mohammed-Karikaturen und diese ganzen Unruhen waren, auch in Deutschland und so. Und bei uns war ein junger pakistanischer Gelehrter und der hat über das Thema gesprochen. Und er hat gesagt, als es zum ersten Mal, vor einigen Jahren, zum ersten Mal diese Geschichte mit Karikaturen und Leuten, die auf die Straße gehen und Botschaften zertrümmern und so weiter, dass das zum ersten Mal stattgefunden hat, hat er gesagt, es waren überall diese Proteste, nur in Mauretanien haben die Leute anders reagiert. Sie haben sich hingesetzt und Gedichte geschrieben. Gedichte für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er hat gesagt, dieser pakistanische Gelehrte, hat er mit unserer Runde gesagt, so, und ich will jetzt von jedem von euch, dass er bis morgen zumindest ein Gedicht geschrieben hat. Und dann haben plötzlich 50 Leute, die in Deutschland aufgewachsen sind, haben plötzlich begonnen, Gedichte über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu schreiben. Und was rausgekommen ist, war unglaublich. Und das sind alles Dinge, die wir lernen müssen, die wir aktivieren müssen, die wir kultivieren müssen. Wir lernen die Liebe zum Propheten durch die Menschen, die den Propheten lieben. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Wir lernen die Liebe zu Gott durch Menschen, die Gott lieben.
Und der Weg, das ist sozusagen der richtige Weg, ist definiert durch die Leute des richtigen Weges. Wir lesen so fertig, Herr, ich bin der Sirata Mustaqim. Wir könnten sagen, eigentlich könnte man hier stoppen und sagen, führe uns den geraden Weg. Punkt. Wir könnten sagen, der gerade Weg ist der gerade Weg. Ich habe den definiert, aber er ist sozusagen beschrieben. Aus islamischer Sicht ist er beschrieben. Aber es geht weiter. Sirat al-Ladine Amt annehmen. Den Weg von denen, mit denen du Barmherzigkeit oder denen du Gnaden erweist. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala verbindet den geraden Weg mit den Leuten des geraden Weges. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns. Wir sind froh, dass es Menschen gibt, die diese Liebe pflegen, die sich auf dieses Vorbild besinnen, die dieses Vorbild kennen. Wir sind mehr als glücklich, dass es an einer deutschen Universität solche Menschen gibt, dass es in deutschen Verbänden solche Menschen gibt. Und wir sollen diesen Menschen mit Respekt und gutem Benehmen umgehen. Und wir sollen uns klar sein, dass jeder von uns Verantwortung trägt. Es ist ein Grundprinzip, das im Koran beschrieben ist, aber das ist eigentlich auch jetzt für Nicht-Muslime ein menschliches Grundprinzip. Wenn jemand etwas Notwendiges wissen möchte und dich nach etwas Notwendigem fragt, dann musst du ihm antworten, wenn du es weißt. Und du darfst die Antwort nicht verschweigen. Es kann Leute geben, die uns direkt nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam fragen. Muslime werden jetzt eingeladen, um über den Islam zu sprechen. Das ist eine Gelegenheit. Machen wir es oder machen wir es nicht? Machen wir es in guter Weise, bemühen wir uns darum oder bemühen wir uns nicht? Das ist eine Frage. Es ist an einer Universität in Deutschland vor einem Jahr gefragt worden, was hat denn dieser Prophet gebracht? Was hat denn dieser Mensch, der Menschheit gebracht, sinngemäß aus der Schlechten oder so? Es war eine schlechte Antwort damals, es war eine unpassende Antwort. Ja? Jetzt wird, und das ist ein Glück für uns, wird an einer Universität die Frage beantwortet. Inshallah, wir hoffen das. Ja, und jeder von uns ist verantwortlich dafür. Jeder von uns ist ein Teil dieser Antwort. Und Imam al-Haddad sagt, die jemenitische Gelehrte, die vor einigen Jahrhunderten gelebt hat, hat gesagt, die Frage der Menschen kann eine wörtliche Frage sein. Es kann sein, dass Menschen dich direkt fragen, dass Menschen dich fragen nach ihrem Schöpfer, dass Menschen dich fragen, wie man glücklich wird. Dass Menschen dich fragen, wie man aus seinem Leid rauskommt. Dass Menschen dich fragen, wie man richtige Liebe findet. Wie man richtige Schönheit findet. Wie man richtigen Seelenfrieden findet und so weiter. Es kann sein, dass diese Frage direkt kommt, dass jemand zu dir kommt und dich sprachlich fragt. Aber er hat gesagt, es kann auch sein, dass Menschen durch ihren Zustand fragen. Und das ist ein wichtiges Thema für uns. Wenn wir schauen, wie viel Verzweiflung es in der Welt gibt, wie viel Unglück es in der Welt gibt, um uns herum, wie viel Orientierungslosigkeit, wie viel Sucht, Sucht in allen Formen, was suchen die Menschen, die süchtig sind? Und könnten sie nicht Besseres finden, als diesen Ersatz für das, was sie eigentlich gesucht haben? Und werden wir, die wir glauben, dass wir etwas gefunden haben, was den Menschen Glück bringt, nicht verantwortlich für dieses Glück? Und für diese Suche und für diese Antwort. Und in dem Sinn hoffen wir, dass diese Universität und dieses Institut und alle Menschen, die hier direkt und indirekt beteiligt sind, die alle Menschen, egal welcher Religion sie angehören, die Gutes wollen für die Menschheit, dass sie Erfolg haben dabei. Dass diese Versammlung einer der Schlüssel zu Guten wird, dass jeder von uns für sich selbst und für andere Wege zum Guten und Wege zum Glück aufzeigen kann. Was soll der Leute sehen, Mohammed, wo er leider so hat geschrieben.